Servus Performstore Friends und herzlich willkommen hier bei Performance 61. Dieses Objekt hier, ja, wie soll ich sagen, es liegt mir schon am Herzen, oder uns am Herzen, weil Performance 61 eigentlich unser engster Partner ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Und die Halle, die gucken wir uns jetzt schon, wie lange, seit 3 Jahren, glaube ich? Seit drei Jahren gucken wir uns diese Halle an und sagen jedes Mal, boah, schrecklich, ey, schrecklich. Diese Natursteine, die sind nicht mehr hell, sondern die sind dunkel. Und deswegen wird es jetzt Zeit, dass wir hier was verändern. Also, was haben wir hier? Wir haben hier schwarz-weiße Natursteine. Die waren am Anfang mal wirklich schön. Das Problem ist, dass dieser Naturstein Wasser zieht und in dem Wasser dann auch diesen Dreck reinzieht, und deswegen ist es schon lange nicht mehr weiß. Und das ist dem Chef von Performance 61, unserem Abo, so gegen Strich gegangen, dass er gesagt hat, das gibt's nicht mehr. Es ist übrigens 2 Jahre, nicht 3 Jahre, 2 Jahre, korrigiere, her. Und seit 2 Jahren machen wir auch tatsächlich daran rum. Da hinten steht der Boden. Das heißt, ich gebe euch mal kurz einen Einblick, wie es hier aussieht. Und dann geht es dann ans Verlegen hin. Schätzungsweise 2 Tage, 1,5 Tage werden wir brauchen, weil es sind ungefähr 400 Quadratmeter und sau viel zum Schneiden. Ja, das Video wird auf jeden Fall sehr interessant, deswegen bleibt dran, weil diese Bilder hier, die werden einfach nur bombastisch. Dieser Vorher-Nachher-Vergleich haut euch und uns von den Socken. Versprochen, bis dann, ciao. Seen it all, you can all benefit too. Fan for tall, I can't fall in love with you. Seen it all, you can all benefit too. Fan for tall, I can't fall in love with you. Yeah, whiskey in my head, Penny in a cupboard. If you want it, I'm just saying, you can have whatever, just don't ask me about a plan. Let's avoid the topic, benefit from being friends. We can be together, but that body like a Benz, that black on the rims. I know that you're poison, baby, let's not play pretend. This ain't gotta end, yeah. You so dangerous, hella sus, I can tell, yeah. You a bad, real bad broad, but seen it all, you can't all benefit too. So Sandro, zeig mal bitte ganz kurz deine Platte. Bisschen höher? Ja. Mhm, so. Man könnte meinen, dass da ist eine Abfallplatte. Aber aus dieser Platte hat Sandro ein Kunstwerk geschaffen, und zwar... Ja, ist ein Kunstwerk. Und zwar schauen wir uns mal an, was damit passiert. Ja, das ist halt das Stück hier. Und das ist der Apo. Man weiß ja, dass Apo ziemlich perfektionistisch ist. Und normalerweise hätte ich auch einfach hier rumgehen können und so, aber ich wollte das Stück halt noch mitnehmen. Und alles ums Rohr. Und es ist jetzt nicht perfekt, aber hauptsächlich, ich habe meine 3 cm Dehnfuge ungefähr überall parallel. Deswegen, also, ich denke, es ist nicht ganz schlecht, aber für 10 Minuten für die Platte ist genug Zeit und ist eigentlich auch okay. So, ich sag mal, lass mir das so gefallen. Ich habe hier über meine 3 cm Dehnfuge, 2,5, 3. Hier an der Stelle habe ich auch 3. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen wegnehmen, das könnte ich noch machen. Das kann ich jetzt freie Hand anzeichnen, dass ich hier noch so rumfahre. So, hier kleiner Zwischenstand. Also, wir haben jetzt soweit alles fertig verlegt. Es ist unglaublich, wenn man mal so hinter mich ein bisschen schaut. Dies ist kein Vergleich mehr zu dem, was es am Anfang war. Und das ist auch das, was wir ja so lieben. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Wie viele Quadratmeter sind das hier? Wie viele Quadratmeter? 380 Quadratmeter haben wir an einem Tag verlegt. Morgen müssen wir dann noch in diesen ganzen Zwischenräumen an den Säulen hier zuschneiden, und dann haben wir das Ganze. Nur mal so zum Vergleich, wenn man jetzt verfließt, wie lange brauche ich dann für 380 Quadratmeter?
Wie lange braucht es zum Trocknen? Wenn ich einen Epoxidharzboden mache, wie lange muss das austrocknen bei 380 Quadratmeter? Wieder ein Vorteil von unserem Boden. Und ich würde sagen, mega geil. Ich würde sagen, bis morgen. So, es wird Zeit. Bodenlose Frechheit war es davor. Jetzt haben wir uns richtig Mühe gegeben und Performance 61 hat das Design auch noch dazu getan und hat ja nochmal gestrichen, neue Möbel gekauft. Leute, wirklich der geilste Showroom überhaupt. Ich meine, wir haben jetzt auch schon ein paar gesehen, aber das Ding, das toppt alles. Ja, aber, neue Farben halt auch. Das ja, ist natürlich, die neuen Farben kommen mega mäßig raus. Ja. Aber man hört es halt hier noch ziemlich. Und das liegt sicherlich auch daran, ein Showroom braucht was? Autos. Das heißt, wir holen jetzt dann gleich mal die Autos noch rein. Aber ich will zuerst davor, bevor wir das machen, möchte ich noch ganz, ganz kurz ein bisschen drauf eingehen. Was haben wir hier? Wir haben zum einen haben wir hier Stellplätze. Zeigen wir können wir gerade mal zeigen. Ja. Rüber, genau. 1, 2, 3. Ja. Das sind ja alles Autos, die bleiben hier fest. Das heißt, das sind Autos, die bleiben alle fest hier, da wird sich nichts bewegt. Dann haben wir dann noch da hinten einen kleinen Platz gelassen, und zwar hier in diesem Eck. Da kann man dann auch immer noch eins hinstellen, das heißt, man hat 4 Autostellflächen sicher. Und dann kommt nämlich das Geile an dem Ding, Performance 61 hat ja nicht nur ein TCR Clubsport Golf, sondern die haben 2. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir, oder Sandro hat sich das ausgedacht, dann machen wir noch Curbs an den Seiten hin und machen dann solche Stellplätze, so wie am Start und Stopp, Start und Zielgerade. Jetzt haben wir Start und Stopp. Einfach diese Startflächen, ja. Genau, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen. Ich weiß auch nicht, aber wir können sie ja zeigen, die kennt ja jeder. Genau. Die. Das heißt, dann haben wir hier 1, 2, 3 und hier wird dann immer das Kundenfahrzeug präsentiert. Das heißt, hier werden dann auch jetzt eure Fahrzeuge, wenn ihr was bei Performance 61 machen lasst, wird es hier präsentiert. Das heißt, es kommt in die Werkstatt und steht dann hier in der Pole Position. Da könnt ihr euer Fahrzeug abholen. Und das Geile ist, wir haben hier, was waren es, 20 Meter? 22. 22 Meter mal 2 haben wir dann praktisch komplett LEDs, 22 Meter lang, links und rechts, reingebaut und dazu noch doppelt. Das heißt, wir haben nicht nur eine LED pro Seite, sondern 2 pro Seite. Auch hier habt ihr gesehen, der Armin hat das dann alles reingefuddelt und ja, ich denke, das Ergebnis kommt auf jeden Fall mega krass aus mit dem LED jetzt, wie man sehen kann. Und Doppelbahn kommt immer auch ultra massiv. Also vor allem, wisst ihr was, ich habe eine Idee. Wir holen jetzt die Autos rein, machen das alles in dem kleinen Film, kleinen Carporn. Und den Eingangsbereich und so, das nehmen wir auch alles mit rein in den Film. Das heißt, Lucky, hau den Scheiß raus. Wir sagen wie immer mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Und jetzt viel Spaß.